Weißt du, wie jetzt ran? Okay, Leute, nach kleinen technischen Problemen sind wir wieder zurück. Live auf Sendung. Ja, Nam, dann. Am wen lag's jetzt? Keine Ahnung. Wir sagen jetzt einfach mal. Ja, wir sagen jetzt einfach mal, der Asiate war's, okay? Ja, ich dachte schon, nee, ich dachte, dein PC ist immer, wie üblicherweise immer abgestürzt. Nee, ich war ja gar nicht Konfileiter, deswegen war ich ja auch so verwundert. Ich hab gedacht, Telekolumbus hat mal wieder irgendwas durchbrennen lassen, aber nee, ja, anscheinend. Ich dachte, mein Einnetz ist abgekackt oder so. Ja, deswegen ja. Oh, komm raus, reizwacken! Ich guck erstmal überhaupt, ob die erste Datei in Unterdach und Fach ist, weil wenn die jetzt nicht da ist, haben wir ein Problem. Jo. Müssen wir neu machen. Wie viele? Moment. Momentan wird mir noch nichts angezeigt. Das sind einfach mal 76 Gigabyte. Einfach mal gucken, ob das. Nee, aber das war ernst mit Kindergarten, ja. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr gerade eben nur Standbild habt, dann tut mir das echt leid, aber ich will jetzt erstmal gucken. Achso, du hast es noch an. Achso, shit. Ja, also ich nehme jetzt wieder auf, ne? So, während ich jetzt mit Tracer Dart hier total sinnlos rumstehe und ihr die Wand sehen könnt, schöne Wand, ne? Dann, ja, gucke ich mal ganz kurz, ob das aufgenommen hat. Aber Windows Media Player. Eine Klasse nehmen? Keine Ahnung, nimm irgendwas. Okay, gut, Qualität ist gut, schön. So, Moment, da würde ich jetzt nur noch. Moment. Ja, also wie gesagt, die Wand ist doch schön, oder? Nam. Ich sehe gerade. Okay, yes, gut. Okay, du bist doch da. Okay, dann stelle ich jetzt einfach noch ein paar Fragen. Mit wie vielen Jahren? Was kann man mal Normales fragen? Ich überlege gerade, was können wir mal ganz Normales fragen? Sowas ganz Normales, so ganz Alltägliches. Aus welchem Land kommst du? Genau, aus welchem Land kommst denn du? Also asiatisches Länder umfasst ja jetzt viele Länder. Also ich bin ja eigentlich aus Deutschland, ich habe auch deutsche Bürgerschaft und so, weil ich in Deutschland geboren wurde. Aber meine Eltern kommen aus Vietnam, soweit ich weiß. Okay. Ach, genau wie mein japanesischer Freund. Ja, der japanesische Freund, der... Japanesischer... In der ist Ahnung Nugen. Also japanischer Freund aus Vietnam, okay? Ja, Intelligenz. Intelligenz Bestie hoch 35,4 würde ich mal sagen, ne? Ah ja, die Japs, die müssen sich doch untereinander kennen. Da muss... Ja, ne? Ich mal. Die Japanesen, die klauen... Japanese, wo ist die Mayonnaise? Nächste Frage, so. Okay, heute ist ja wirklich mal die absolute Fragenrunde. Nam, welche Person aus dieser Konfi würdest du gerne als nächstes Fragen stellen? Also, ich würde mal sagen, Danny ist uninteressant und Mitch, die kennt man eigentlich in- und auswendig, vor allen Dingen in. Hallo? Also, wenn du, jetzt mal blöd gefragt, blöd gesagt, wenn du Marie in- und auswendig kennst, dann habe ich Angst. Ist echt so. Also dann habe ich kenne die vor allem in- und auswendig. Nee, kleiner Scherz. Du verstehst das doch, ne? Scheiße, dann bist du ja mein Vater oder was jetzt hier? Ja, Dortmund, doch seit 100 Jahren. Ach so, verstehe. Gut, wen sollen wir hier am nächsten Fragen stellen? Ja, sonst ist hier niemand Uninteressantes außer uns beiden. Der interessant. Oh, scheiße, selbst ist. Ja, ey, Nam, du bist voll unwichtig, ne? Scheiße, ich auch. Nee, also. Ja, komm, fang mal mit den einzigsten Mädchen hier an. Danny, wie alt bist du? 14. Ah, klingt wie 12, okay, interessant. Marie, wie alt bist du? Tala. Warte, nicht sagen, ich schätze. Du bist 14. Nein, ich bin 13. Hab ich doch gesagt. Nee, das... Okay, stopp. Halt, stopp. Das hat er recht. 13. Nee, 14. Okay, nächste Frage, bitte. Hast du einen Freund? Ja. Hat er dir schon eingefingert? Nein. Okay, schön, gut. Okay. Hat Daniel dich schon mal eingefingert? Ich glaube, jetzt hat sie gerade eben ihren Kopf gegen die Wand geschlagen.
Wegen dir, ne? Hab ich auch so gedacht. Also. Gegen deine Leute. Alter. Okay, kommen wir mal zu normalen Fragen. Ja, das wäre jetzt aber auch mal toll. Weil solche Fragen, die werden eh nie sinngemäß beantwortet. Na, okay, warte, ist eine ordentliche Frage an Daniel. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Kein Kommentar. Ach, 1,20? Ich schätze mal 1,82. PTF. Ich würde mal jetzt so sagen, dann ist sein PC ist wieder abgekackt oder der kann ich nicht hören oder der ignoriert mich. Oder ich tue einfach mal die Klappe halten und damit Marie ausreden kann. Hey, warum? Ich hab gar... Hä? Ja, egal. Nice. Ja. Also Daniel, wie groß bist du? 1,91. Habe ich doch schon mal gesagt. Vor ungefähr einer halben Stunde. Aha, und wie groß ist dein bester Freund? Du weißt schon, welcher bester Freund? 2 Meter. Das ist, glaube ich, weniger. Ich so 5 Zentimeter. Mir auch nicht. Mal eine Frage. Dürfte ich an der Stelle hier jemanden in meinem eigenen Let's Play grüßen? Fragezeichen. Ja. Ja, darfst du. Okay, dann grüße ich an der Stelle meinen, also ich hoffe, dass er das jetzt hier sieht, meinen guten alten Freund, Severin Stettefeld. Mein guten alten Freund? Halt, ja, also Severin dein, Stettefeld, du bist ja jetzt Juden. In, halt doch mal die Fresse. Ja, du bist ja jetzt in Thüringen und ja, da wünsche ich dir viel Spaß in Madrid. So, jetzt seid ihr wieder dran. Juden. Ihr lieben Abonnenten von Golden LP, habt ihr es gehört? Wie rassistisch und der Daniel ist, der ist so, so böse, also ja. Ja, also, so also kommt jetzt bitte zu mir nach Hause und verschlagt mich mit einem Stock, oder was genau. Jetzt? Genau, ich fahre jetzt nach Blauen, ist ja nicht weit. Blauen? Sachse, ich darf das. Wie heißt du? Na, mit richtigen Namen. Na, und jetzt mit richtigem Namen. Daniel, wie heißt du? Wie ich heiße? Mit Vor- und Zweitnamen, bitte. Sag ich nicht. Wie gesagt, das sag ich nicht. Den zweiten Namen hat er von irgendeinem Verwandten. Ja, aber das... Gerhard. Nee, Günther. Noch dazu. Günther. Daniel Günther Neubert. Ich stell dir das mal vor, Alter. So, wir sind immer noch nicht hier besonders viel weiter, aber gut. Ja, ist echt so. Ja, das ist echt so. Schickes Bild, ne? Wie ist du Minecraft? Wie ist du MC Minecraft? MC Minecraft. Minecraft, Minecraft. Wow. Das heißt wohl nein. Was für eine Musik hörst du gerne? Name, das hört sich irgendwie an wie abgelesen. Wer außer dir und deiner Mutter hat schon mal dein Ding berührt? Also ich guck eigentlich gerade meinen Schwanz an und lese dann alles ab. Nee, aber ganz im Ernst. Ach so, verstehe, die Fragen stellt sie jetzt jeder oder was? Nee, also ich stell gerade meinen besten Freund. Ach, du hast gerade eine Lupe bei dir, Nam. Nee, ich stell gerade meinen besten Freund so hin und das zeigt dann immer auf die jeweilige Person, die ich jetzt Fragen stelle. Aber irgendwie kommt mein bester Freund immer zu dir. Also der zeigt irgendwie dich immer an. PS-Schwuchtel. Okay, das war echt ein bisschen Homo. Ein bisschen. Oh Mann, ey. Ach, übrigens an alle Personen jetzt da draußen, ich spiele jetzt übrigens mit der FN Para. Die Waffe ist voll korrekt. Wieso kommt eh nie ran? Warum sind wir jetzt eigentlich nur noch zu viert? Ich zähle, ich bin nur halb so. Weil das bei einem. Weißt du, guck, das ist immer so bei einem Let's Play Together. Am Anfang sind es einfach mal keine Ahnung wie viele, aber am Ende sind es viel, viel weniger.
Ja, und dann sind auf einmal alle so ruhig und das ist übelst geil, stimmt? Ja, ne? Du bist doch der Asiate. Ja. Und wenn der Asiate... Warum ist eigentlich Dario weg? Ich weiß es nicht. Ach so, hier ist Sturmangriff, what the fuck? Du hast ihn gekickt, du Blödmann. Wer von euch will sich Evil Dead angucken? Dann stelle ich mal noch eine Frage an dich, ne? Was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Mama. Mama. Meint ihr jetzt mich? Ja. Achso, Scary Movie 5. Vor einer Woche. Okay. Mama. Oh, ja, dann geh doch zu deiner Mutter und heul dich aus, Alter. Ach, wie das du ein bisschen bist, bist du ganz schön wie ein Junge. Oh, das... Na, danke. Na, danke schön. Zum Glück kennt die mich auch nie und die weiß, ob ich bestimmt und erstanden. Also, die Bacher ist ja voll geil. Ich werde nur noch gemobbt. Oh. Cybermobbing. Halt die Klappe. Neueste Songtext von neueste Lied von Haftbefehl, Raubkopie. Echt? Wann ist es rausgekommen? Raubkopie. Sicher, sicher, dass es, sicher, dass es keine Haftkopie ist? Also, ich bin jetzt irgendwie mit dem Vorschlag, dass wir das Let's Play together langsam beenden, weil das ist irgendwie sinnlos, was wir machen. Genau, und weil es absolut... Warum ist das sinnlos? Ja, weil jetzt alle ins Bett müssen. Weil der Sinn der Sinnlosigkeit einen Sinn ergibt, aber den Sinn aber noch nicht herausfinden. Weil du mit dabei bist, Marie. Ja, das hat das Marie, Sinn. Du bist viel zu jung für uns. Wir sind viel älter und größer wie du. Dann ich bin auch. Hallo, ich muss nicht so groß sein, ja? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Ja, bei dir muss was anderes groß sein. Sag mal. Ich glaube, ich bin kleiner als du. Ich bin 1,60. Scheiße, ich bin 4 cm kleiner. Das siehst du mal. Du bist ernsthaft nur 1,56 groß. Ja, ich bin ernsthaft nur 1,56. Tut mir leid. Mit diesen Japsen. Sammeln, ja. Alter. Na. Da. Ja. Eine ernst gemeinte Frage. Wie kann es mein Johannes? Nein! Bist du wirklich 102 Jahre alt? Nee, also, okay, Frage an euch alle. Hattet ihr schon mal mit Drogen zu tun? Jo. Ja. Inwiefern? Alkohol. Ich... Marie-Johanna. Ja, genau, Marie. Marie-Johanna. Boah, jetzt hat er aber echt einen Insider rausgeknallt, ey. Hat alles mit. Wer ist Mario? Oh, Marie und Johanna, Mensch, du bist so ein. Das sind die Penner von heute. Oh ja. Ja, wer ist Mario und wer ist Hanna? Oh, Marie und Johanna. Hanna ist eine Person aus der Vorleser, die ist nämlich 34 Jahre alt und fängt was mit einem 15-Jährigen an. Und die haben eine. Und ich spoiler schon mal an alle, die das Buch, alle, die das Buch lesen wollen, ich spoiler schon mal, die werden eine Liebesbeziehung haben, die werden miteinander richtig viel, das Haus zum Einsturz bringen, und sie werden, eine Fahrradtour machen, sie wird ihn mit einem Ledergürtel schlagen, weil sie früher in einem KZ gearbeitet hat, und sie wird sich am Ende selber umbringen, am Ende des Buches. Sie bringt sich am Ende des Buches selber um, weil sie aus der Haft freigelassen werden soll, aber sie kann damit irgendwie nicht leben. Es wird keinen Abschiedsbrief geben und deswegen weiß man nie, warum sie sich umgebracht hat. Ha! Friss das, Deutschlehrerin. Nein. Wie findest ein du Happy Julian End. Traktor? Genau, ein Happy End. Alle sind tot. Anja, wie findest du Julian Traktor? Julian Traktor, also finde ich einen guten Fußballspieler, finde ich auch ziemlich talentiert, aber ich bin jetzt kein Schalke-Fan. Ja, also ich finde den eigentlich auch relativ gut, nur das, was ich richtig schade finde, das Spiel in Schalke. Ja, das ist halt immer so das Traurige so an Fußballspielen, wenn sie dann bei Schalke spielen, das ist dann immer richtig traurig. Kleiner also, roter Traktor. Die haben viele bei Schalke versaut, finde ich. Also ja, ich weiß auch nicht. Zum Beispiel, wie hieß der? Adler. Nee, Quatsch, Adler war gar nicht in der Schalke. Keine Ahnung, mir fällt jetzt keine ein, Julian Traktor ist so scheiße. Ja,
Ich sehe gerade, der hat ganz schön große Nase. Wusst ihr, dass die Schambehaarung von der Farbe, das hängt nur mit Augenbrauen zusammen. Wenn die Augenbrauen zum Beispiel blond ist oder so, ist die Schamhaarfarbe auch blond. Nicht. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ egal. Weil ich meine, was macht man denn eher? Schaut man zuerst seine eigenen Augenbrauen an? Egal. Naja, nö, wenn ich dich so angucke, gucke ich immer zuerst auf deine Augenbrauen. Nee, wenn du mich sehen würdest, dann würdest du erstmal woanders hingucken. Nam. Ja, ich bin ja auch einen halben Meter kleiner als du. Nam, sieht man bei dir noch den Übergang zwischen Haut und Haaren? Was heißt bitte schön bedeutet? Meine, alles ist doch schwarz. Nam, mal eine Frage, trägst du eine Schamhaarperücke? Warte. Ja. Spürst du mir das die manchmal? Ja. Und nur mal so, sie hat nicht schwarz, sondern eher so karamellfarben. Nee, weil. Nutella. Nutella ist so eine Karamellfarbe, du Idiot. Danny. Was? Du lachst. Wie eine Freundin von mir. Genau die gleiche Lache, das ist voll lustig. Okay, das danke fürs Kompliment. Bitteschön. Sollen wir das langsam hier beenden? Keine Ahnung, ja. Momentan ist es nur lustig, also ich weiß ja nicht. Ja, es wird auch immer lustig bleiben. Ja, weil ich also für halt, uns. Also Marie, das ist wenn halt eine feucht fröhliche Runde. Wenn ich dann draußen bin, na, da ist nichts mehr traurig. Nee, das ist nicht fröhlich. Ja, ich meine, wir können auch einfach beenden und weiter telefonieren. Das können wir auch machen, weil dann hätte ich nicht solche übelsten Hardcore-Frame-Einbrüche. Aber ich rede ja mit dir, weil wir das hier machen. Werden wir das nie machen. Aber ich muss gleich ins Bett. Oh. Willst du noch einen guten Jacuzzi haben? Willst du noch einen Kakao haben mit Sahne obendrauf? Ja! Willst du vielleicht nochmal den Vibrator anmachen? Nein. Ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke. Doch, das mach ich jetzt mal. Nein, bitte, danke. Wenn du das reinsteckst, nicht. Ja. Nee, sag lieber nicht. Ey, Namisch, du musst noch ein bisschen deine Ordnung bei Medic total kaputt machen, ne? Ich liebe dich auch. Oh, Vibrators. Und da ist der Vibrator wieder. Alter. Nee, die macht es auf. Hey, das ist die Partei, würde ihn jemand küssen. Ist gut jetzt. Ach, ist das jetzt geil, oder was? Das hört sich auch an wie Nokia, oder? Also Nokia hört sich irgendwie voll anders an, jetzt mal so gesehen. Ja, Nokia ist ja schmal und so gesehen geht das ja besser rein als so ein fettes Alter. CES oder so. Also wollen wir jetzt endlich mal hier die Folge beenden, also wir können jetzt immer weitermachen, ne, aber... Naja, wir können ja noch ein bisschen weiter skypen, aber du kannst ja schon mal deine hässlichen schönen Abonnenten beenden. Wir sagen dann alle Tschüss! Ich weiß nicht, wie sich den hinhält, ich weiß es. Auf drei sagen wir alle goodbye bis zum nächsten Mal. Genau. Eins, zwei, drei. Goodbye bis zum nächsten Mal, so, und jetzt... Säue. Und nicht vergessen, immer schön die Muschi feucht halten. Genau. Tschüss. Tschüss.